Dies sind die Einreisedokumente, die man während dem Flug zum Ausfüllen erhält. Hier trägt man die persönlichen Angaben und den Grund des Besuchs ein. Nach der Landung in Ägypten benötigt man ein Touristenvisum, bevor man durch die Passkontrolle gehen darf. Dieses Visum kostet 25 Euro und ist an Schaltern vor Ort zu erwerben. Dort gibt es leider auch viele Visumsverkäufer, die angeblich im Namen der Reiseanbieter wie zum Beispiel TUI oder Iltour 33 Euro pro Visum verlangen. Dies sollten Sie aber nicht unterstützen. Und das Visum an den offiziellen Ständen für 25 Euro erwerben. Reiseunternehmen informieren einen hierbei falsch und schreiben in die Reisedokumente 33 Euro rein. Der korrekte Preis von 25 Euro ist auf jedem Visum abgedruckt. Thanks for watching. Feel free to subscribe to our YouTube channel. Have a great day, everyone.